Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Look mit einer Lidschattenpalette schminken, was sich jetzt schon mehrfach gewünscht wurde, und zwar mit der W7 Dusk Till Dawn Palette. Das ist diese hier und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, das ist einfach eine Lidschattenpalette, die ich bei Cosmetic for Less für 9 Euro Quetsch bestellt habe. Die besteht aus matten und aus schimmernden Tönen. In der oberen Reihe hast du die ganzen matten Töne und in der unteren Reihe hast du die ganzen Töne im Prinzip nochmal in schimmernd. Und damit werden wir jetzt mal was zaubern. Alle Produkte, die ich auf meinem Gesicht habe, die ich jetzt aber quasi nicht zeige, habe ich dir trotzdem unten mal in der Infobox verlinkt, einfach damit du mal nachschauen kannst, was ich sonst so auf meinem Gesicht trage. In der Lidschattenpalette haben wir so einen Pinsel auch mit dabei. Der ist zweiseitig. Und da haben wir sowohl so einen simplen Lidschattenpinsel mit drin, der fest und flach gebunden ist, aber wo die Härchen schon so ein bisschen rauskommen, als auch hier so einen Blendepinsel. Und ich versuche diesen Pinsel auch zu verwenden jetzt in dem Look. Mal gucken, ob ich das hinkriege, weil ja, diese Seite ist jetzt halt nicht so optimal. Nachdem ich mir jetzt... natürlich verwende ich hier so einen Saubermachvieh, ne? Das ist von Catrice, der Quick and Easy Brush Cleanser Pot. Dadurch kann ich dann einfach den Pinsel auch für mehrere Farben verwenden. Wir starten einfach mal mit der Farbe Wanderer oder Wanderer. Und den gebe ich mir einfach jetzt über die Lidschattenbase, um eben die Lidschattenbase zu setten. Ich habe übrigens hier einen Mückenstich. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber mich hat eine Mücke auf dem Auge gestochen, Leute. Furchtbar. In meinem Haul habt ihr schon gesehen, dass die Palette nicht so ultra krass pigmentiert ist. Das heißt, ich gehe jetzt auch ein bisschen mutiger in die Farben rein. Ich werde jetzt erstmal starten mit dem Ton Gobi. Das ist dieses matte Orange. Und den trage ich mir hier erstmal in der Lidfalte auf, um dem Ganzen so ein bisschen Dimension zu geben. Aber es kommt wirklich ganz, ganz, ganz zart nur Farbe auf mein Augenlid. Was natürlich heißt, dass man die Farben dann auch entsprechend verblenden kann. Das müssen wir nachher natürlich schauen. Dusk Till Dawn. Wer kennt den Film noch von Quentin Tarantino? Ich liebe ihn. Ich finde es total großartig. Und das heißt ja, vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang. Das heißt, ich gucke mal, ob ich hiermit auch einen Sonnenuntergangslook hinkriege, weil ein Sonnenaufgangslook, na, ich muss mal schauen. Es ist ja eher ins Rötliche hier. Und weniger so, du hast hier ja kein Gelb drin, ne? Sonst hätte man das mit einem Gelb schön ausblenden können. Also aufgebaut macht die Farbe was. Das muss man wirklich so sagen. Ja. Lila ist eigentlich immer eine ziemlich schwierige Kiste. Ich versuche es trotzdem in diesen Look zu inkludieren. Es wird sich auch mit dem Orange eigentlich vertragen müssen, weil sie aus der gleichen Farbfamilie kommt. Orange setzt sich ja aus Rot und Gelb zusammen und Lila aus Blau und Rot. Also von daher versuche ich jetzt mal das Ayahuasca. Das ist dieser Ton hier und den trage ich mit dieser Lidschattenpinselseite auf. Das scheint mehr Pigment aufzunehmen, als ich im ersten Moment erwartet hätte. Deswegen klopfe ich das vorsichtig ab. Der Pinsel ist aber, ja, den muss ich mal waschen vorher wahrscheinlich, ne? Trage ich mir hier im äußeren V auf. Da macht er auf jeden Fall was her. Jetzt gebe ich den ganz, ganz vorsichtig in die Lidfalte. Mit Lila muss man halt immer ein bisschen mehr aufpassen, weil es auch schnell nach einem blauen Auge aussieht. Und das wollen wir ja nicht. Und der Farbton ist wirklich recht zart. Also ich habe definitiv in der Palette Kickback. Das heißt, sie krümmelt halt ein bisschen. Wenn ich das in der Palette habe, ist das für mich ehrlich gesagt okay. Solange ich das nicht unter dem Auge als Fallout habe. Und so würde ich das nicht unbedingt gerne lassen. Ich verblende das noch ein bisschen mit der Blendeseite. Ja, es lässt sich wohl einblenden, aber ich muss da gleich noch was Dunkleres reingeben. Wenn man den halt auch so verblendet und vor allem auch mit dem Orange zusammen, entwickelt er sich eher zu einem Pink, als dass er ein lila Ton bleibt. Wobei das ist ja auch eher ein Magenta-Ton hier in der Palette und nicht so ein krass dunkles Pflaume-Lila oder so. Von daher ist es okay. Mit der Farbe Oasis, das ist dieses dunkle Braun, jedenfalls das dunkelste hier in der Palette, nehme ich mir wieder diese Lidschattenpinselseite, sage ich mal, auf. Gehe da vorsichtig rein und klopfe ein bisschen ab und damit vertiefe ich hier nochmal so ein bisschen die Lidfalte.
Das gefällt mir ganz gut. Es ist sehr zart pigmentiert, aber es gibt nochmal eine ordentliche Tiefe. Den Ton gebe ich mir auch direkt mal an den unteren Wimpernkranz. Und schaffe dann hier natürlich auch die Verbindung, dass das in eins hier übergeht. Man quasi hier außen so ein leichtes V geformt hat. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil der Palette, nämlich die Schimmertöne. Das ist immer das, was ich am schönsten überhaupt in Paletten finde, weil ich liebe Schimmerlooks. Dann nehme ich mir zuallererst diesen goldenen Schimmerton Golden Sands und setze mir den hier in den Innenwinkel rein. Der könnte für meinen Geschmack einfach auch gerne etwas heller sein, um den Innenwinkel noch ein bisschen mehr leuchtmäßig zu machen. Ich ziehe mir den auch ein bisschen ins Auge mit rein. Ebenso hier auch ein kleines bisschen in die Lidfalte, um den kompletten Innenwinkel einfach ja, optisch etwas heller zu gestalten und das Auge einfach zu öffnen. Und das, was ich noch am Pinsel habe, gebe ich mir dann direkt unter die Augenbraue. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr zarter Ton. Und dadurch, dass er nicht so enorm hell ist, ist er auch nicht so intensiv da. Den Ton Mojave, der ja direkt auch unter dem lila Ton ist, den wir uns quasi in das äußere Drittel gegeben haben, setze ich mir dann auch einfach mal direkt über das Lila. Mit dem Pinsel erziele ich da nicht allzu viel, deswegen nehme ich meinen kleinen Finger. Okay, das ist auch eine relativ zarte Pigmentierung. Und da kommt leider auch nicht so viel Farbe aufs Auge. Ungefähr gar nicht. Schade. Sah im Fännchen sehr, sehr schön aus. Dann weichen wir mal aus auf den Ton Daybreak, der Tagesanbruch. Und das funktioniert schon mal etwas besser. Jedoch muss man da etwas Fallout in Kauf nehmen. Mit dem Finger aufgetragen oder mit einem feuchten Pinsel ist er natürlich auch intensiver. Und auf den Rest meines beweglichen Lides gebe ich mir diesen Ton Wilderness. Ja, mit dem Pinsel ist das wieder eine relativ zarte Geschichte, aber es geht. Ich versuche das lieber mal mit dem Finger. Da kommt er nämlich so richtig schön Duochrome-mäßig raus. Das möchte ich am liebsten genau so auf dem Auge haben. Also ich muss richtig intensiv in die Palette reingehen und relativ doll die Farbe auf mein Auge drücken, weil die Farbe ist auch relativ trocken und ja, dadurch haftet das alles nicht so ultra gut. Ich versuche das jetzt, weil es eben so trocken ist, einmal angefeuchtet. Das heißt, ich nehme den Pinsel, den ich gerade auch wieder so ein bisschen sauber gemacht habe und nehme hier MAC Fix Plus, das ist dieses Produkt, sprühe den Pinsel damit einfach mal an, gehe dann in die Farbe Wilderness rein und gebe mir das dann auf mein Lid. Also ich schichte das Ganze ordentlich, aber es kommt nicht so schön raus wie auf dem Finger leider. So sieht jetzt der fertige Look ohne Eyeliner und ohne Mascara aus und das werde ich jetzt drauf machen und dann kommen wir zu meinem Fazit. So, jetzt haben wir den Look einmal komplettiert. Mascara und Eyeliner machen einfach viel aus. Dazu habe ich so eine bräunlich-rötliche Lippe gewählt und ich finde, dass der Look so auch sehr harmonisch aussieht und durch die Mascara und den Eyeliner strahlt der Augenlook natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Kommen wir nun mal zum Fazit. Es ist eine solide Palette. Man kann da auch einen schönen Look mit schminken, man kann da auch ordentlich mit arbeiten. Es ist aber bei weitem nicht so farbintensiv, wie ich das jetzt vom Packaging her gedacht hätte. Wobei, wenn ich das jetzt so an mein Auge halte, trifft es das Ganze doch schon sehr. Ne? Ich hätte aber tatsächlich mehr von den Schimmertönen erwartet, weil ich ja ein absoluter Fan von Schimmertönen bin. Und dadurch, dass die Hälfte der Palette ja aus Schimmertönen besteht, habe ich gedacht, boah, geil. Aber leider nicht so von der Pigmentierung, wie ich das gehofft habe. Das heißt, wenn ihr darüber nachdenkt, euch diese Palette vielleicht zu kaufen, würde ich euch vielleicht eher andere Paletten empfehlen. Da habe ich mir jetzt gerade mal zwei aus meiner Sammlung rausgeholt, die ich eher empfehlen würde, die zudem auch noch ein bisschen preisgünstiger sind. Zum einen absolut die Essence The Rose Edition. Das ist diese hier, die würde ich safe empfehlen. Dazu habe ich auch schon mal einen Look geschminkt. Hier
Da sind sowohl Schimmertöne als auch matte Töne enthalten. Und hier bist du auch in diesem bräunlich-rötlichen Schema und kannst da auch tatsächlich so einen Look mit schminken. Du hast hier sehr, sehr ähnliche Farben mit drin und dementsprechend würde ich die eher empfehlen. Ich glaube, die kostet auch sogar nur 4-5 Euro oder so. Die war auch echt relativ günstig. Wenn man eine etwas größere Farbauswahl haben möchte und vielleicht auch eine Palette mit Spiegel bevorzugt, würde ich von Catrice die Orchid Dusk empfehlen. Und die schaut so aus. Hier hast du sogar ein Schwarz mit drin, beziehungsweise ein sehr, sehr dunkles Braun. Die Schimmertöne sind schön. Du hast hier eine gute, gute Farbrange und deutlich pigmentiertere Farben und sogar mehr Farben mit drin. Ihr merkt, ich würde tatsächlich eher von dieser Palette abraten. Wenn ihr sie aber habt, dann könnt ihr auf jeden Fall was damit zaubern. Wird aber wahrscheinlich gar nicht in meiner Sammlung bleiben, eben weil ich sehr viele sehr ähnliche Paletten habe, die zudem dann auch noch eine etwas bessere Pigmentierung haben. So, also das wäre jetzt so meine Idee, mein Anreiz und wie auch immer, mein Look. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn dich noch irgendwie irgendeine Palette interessiert, wozu ich einen Look zu schminken soll, dann würde ich das demnächst sehr, sehr gerne einmal machen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!